Der Überfall der Hamas am Samstagmorgen mit 3.200 Raketen, zahlreichen toten Zivilisten und Geiselnahmen war der schwerste Angriff auf Israel seit 50 Jahren. Das israelische Sicherheitskabinett rief den Kriegszustand aus und reagierte mit der größten militärischen Mobilmachung seiner Geschichte. Mein Name ist Dylan Gruppengießer und in den nächsten 30 Minuten sprechen wir über die Eskalation im Nahen Osten und schalten gleich als erstes zu unserer Korrespondentin nach Tel Aviv. Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Was jetzt? Die Woche. Wir zeichnen live auf, damit Sie bei unserem Thema der Woche mitreden können. Wir sind aber auch ein Videopodcast. Sie finden uns on demand, also auch auf Spotify und Apple Podcasts. Israel kämpft mittlerweile nicht mehr nur gegen die Hamas. Auch die Spannungen zum Libanon nehmen zu. Das besprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin. Zugeschaltet aus Tel Aviv ist Steffi Henschke. Steffi, herzlich willkommen. Ich bin super froh, dass du trotz dieser schwierigen Situation bei uns sein kannst in der Schalte. Jetzt erstmal, wie geht es dir? Wie hast du die vergangenen Tage erlebt? Die vergangenen Tage waren auf jeden Fall mit die anstrengendsten in meiner beruflichen Laufbahn. Und das ist das eine. Das andere ist aber auch die Dynamik. Also heute ist Tag 6. Ich poste das mittlerweile bei Instagram auch, um mich selbst, glaube ich, daran zu erinnern. Das ist die Lage. Wir wussten schon am Montag nicht mehr, welcher Tag ist. Also als wir mit dem Fotografen unterwegs waren, nach der Recherche, haben wir uns morgens gefragt, welcher Tag ist jetzt heute? Mhm. So ist das eine ist der erste, zweite, dritte und das andere ist so, welcher Wochentag ist eigentlich? Was spielt es noch eine Rolle? Merkst du aber, dass irgendwie mental sich dein Zustand auch verändert? Also war der Schock am Anfang größer? Gewöhnt man sich irgendwie sogar dran an diesen schwierigen Zustand? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch wirklich zu früh, das noch so zu beantworten. Es sind so zwei Ebenen. Ich wohne jetzt arbeite seit 4 Jahren hier. Wir sind an Eskalation gewöhnt, wir auch als Berichterstattende. Wir sind, glaube ich, auch so ein bisschen nicht abgestumpft, aber damit gewachsen. Wir sehen uns, glaube ich, auch als sehr privilegiert an im Vergleich zu anderen Konfliktgebieten, im Vergleich zur Situation zu der Ukraine. Mhm. Und jetzt aber dann zu lesen, was hier kommen könnte in der Reaktion auf das, schon passiert ist, ich glaube, das ist nicht so leicht sofort sozusagen, ne, zu begreifen. Also das ist die Veränderung, dass man merkt, okay, hier passiert gerade was Gewaltiges. Ja, und wie erlebst du die Stimmung gerade? Du bist ja jetzt in Tel Aviv, weiß ich nicht, bei deinen NachbarInnen. Kommst du noch ins Gespräch mit vielen Menschen gerade? Mehr denn je. Mhm. Also ich weiß jetzt wirklich von allen meinen Nachbarn die Vornamen. Wir haben sehr viele WhatsApp-Gruppen gerade aufgemacht. Ich wohne im Altbau in Jaffo. Das sind alles Häuser aus der osmanischen Zeit, uralt. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe gegründet, dass die, die im Dachgeschoss wohnen, runterkommen und durch die Eisentür kommen. Die haben wir so als Schutz im Flur. Es ist unser Schutzraum, dass die auch reinkommen jederzeit. Jetzt, du hast es schon angesprochen, dass man so spürt, da kommt noch was Gewaltiges. Es ist ja jetzt schon sehr extrem. Jetzt gestern Abend heulten ja im Norden Israels auch überall die Sirenen. Was war da genau los? Ja, da haben wir ja gerade telefoniert und ich war tatsächlich auch kurz panisch, weil es plötzlich hieß, irgendeine Art von Flugzeug, was auch immer, befände sich im Norden, erst Galiläa, obere Galiläa, niedrige Galiläa, Tiberias. Und wie sich dann rausstellte, war das aber eventuell ein Fehlalarm. Das ist noch nicht ganz klar. Was klar ist, ist, dass die Sirenen angingen, aber nichts in der Luft war. Mhm. Und ich glaube, das wird man in den nächsten Tagen erst noch richtig verstehen müssen und auch drauf schauen müssen. Was passiert hier? Welche Informationen sind verlässlich? Was passiert, wenn die Alarmsignale losgehen, aber nichts? Also ja, was passiert? Ist das? Mhm. Ja, genau. Das ist. Wie reagierst du? Also wenn eine Sirene zu hören ist, bleibst du dann in der Wohnung oder gibt es irgendeine Handlungsanweisung, was du tun sollst? Ja, es gibt ganz klare Handlungsanweisungen. Wir müssen hier verschiedene Etappen sozusagen bedenken. Wir haben ja Israel als das Raketenabwehrsystem in Israel. Iron Dome, habe ich gerade Israel gesagt? Sie haben Iron Dome als Raketenabwehrsystem. Ja. Und in Tel Aviv hat man 1,5 Minuten, wenn die Sirenen losgingen, um sich in Sicherheit zu bringen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Alarm höre, würde ich den Computer zuklappen oder mitnehmen und dann in den Flur gehen. Das ist jetzt auch kein Stress,
Das hat man so oft, das ist nicht schlimm. Ja. Ja. Dann wartet man, bis die Sirenen gehen meistens irgendwann aus und kurz darauf knallt es sehr laut. Das ist dann, wenn die Raketen abgeschossen werden. Was wir aber zurzeit haben, das ist auch nochmal eine Veränderung, ist zum einen, dass wir die ganze Zeit den Alarm im Süden sehen und das Knallen hören. Mhm. Der gilt für uns nicht, wenn man in Tel Aviv ist, aber man hört es natürlich. Also wenn es 40 Kilometer entfernt eine Rakete abgeschossen wird oder ist, dann höre ich das auch. Und das Zweite ist, teilweise war es hier so still in den letzten Tagen, die ganze Stadt, das ganze Land ist ja schon gelähmt. Man hört die Bombardierungen in Gaza. Ja, Wahnsinn. Und du sagst gerade, die Stadt ist ganz still. Gleichzeitig wurden ja 360.000 Reservisten mobilisiert. Von 10 Millionen EinwohnerInnen ist das ja eine beachtliche Zahl. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Hast du welche gesehen, die aufgezogen sind, abgezogen? Man sieht die ganze Zeit Menschen, die Frauen und Männer, die mit ihren Armee-Rucksäcken aufbrechen. Am Anfang, das Video ging so ein bisschen viral dazu, wie junge Männer wirklich auf E-Scootern mit dem Fahrrad, mit dem Motorrad zu ihren Militärbasen gefahren sind. Jeder kennt jemanden. Mhm. Von einer guten Freundin von mir aus Deutschland, der Vater ist jetzt eingezogen worden. Das heißt es. Also alle Menschen, vor allen Dingen so im Millennial-Alter, ne, das sind jetzt alles ja auch Menschen, die in Führungspositionen sind und aber wehrfähig sind und in ihren besten Jahren sind. Junge Familienväter, die werden jetzt alle eingezogen. Wahnsinn. Jetzt, was besonders schockiert und durch die Medien geht, ist eben auch diese perfide Art des Angriffs, nicht nur der Beschuss, sondern eben auch die Geiselnahme, Angehörige, die Videos kriegen von eben ihren Verwandten, wie sie als Geiseln genommen wurden, was kaum vorstellbar ist. Was kriegst du davon mit? Hattest du da schon Gespräche auch mit Betroffenen? Wie geht es ihnen? Betroffenen sind völlig im Schock und auch die, ich glaube, ein Begriff im Englischen, den wir hier gerade sehr oft verwenden, ist unfolding. Also die ganzen, es entfaltet sich erst so langsam, was hier passiert. Als ich am Montag bei Überlebenden aus dem Kibbutz Be'eri war, um die dort in einem anderen Kibbutz zu besuchen, wo sie ein bisschen Notfallseelsorge bekommen, da wussten sie gerade, dass 100 Menschen aus dem Ort tot sind, dass man 100 Leichen gefunden hat. Man hat sie aber ihnen noch nicht gesagt, wer diese Menschen sind. Es gab auch sehr viele Vermisste. Man wusste zu dem Zeitpunkt wirklich nicht, wer ist jetzt tot und wer ist noch vermisst. Und was ist besser? Das wurde dort diskutiert ein bisschen. Mhm. Gestern kam die Geschichte online und gestern hat die Armee Journalisten nach Be'eri gelassen und quasi wie wir diese Geschichte veröffentlichten, kamen die ganzen Bilder aus Be'eri. Und ich glaube, die Halle, in der meine Protagonistin zum Beispiel heiraten wollte in 2 Wochen, die ist weggebombt. Die hatten dort Sprenggranaten, alles Mögliche, Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie die Lage jetzt genau ist, weil wir vor 2 Tagen noch mal eine andere Wirklichkeit, in der wir da waren. Herrscht neben der Verzweiflung und der Ohnmacht jetzt gerade dieser Situation ja auch ausgeliefert zu sein, warten zu müssen, darauf hoffen zu müssen, dass die Angehörigen überleben, die in Gefangenschaft genommen wurden, dann haben wir eben auch diese Diskrepanz eigentlich von jungen Menschen, die feiern gingen auf dem Musikfestival und ermordet wurden von der Hamas, obwohl sie natürlich nichts dafür können für den ganzen Konflikt. Löst das auch Wut aus bei den Menschen? Unfassbar viel Wut. Mhm. Ich glaube, es erschreckt auch viele, dass sie jetzt, also wie wütend sie sein können. Also die müssen, glaube ich, manche auch jetzt damit umgehen lernen, mit dieser Rachegedanken. Viele haben auch Menschen, die ich gesprochen habe, Überlebende, die getöteten Terroristen, von denen dort auch sehr, sehr, sehr viele waren, also Tote, die gesehen haben und einfach mit Absicht lange hingeguckt haben, um so ein Gefühl von Genugtuung zu spüren. Also das ist schon sehr schwer einzufangen, abzuwägen zwischen Rache, Gedanken, Wut, aber auch zu wissen, dass diese Rache und Wut genau das ist, was sie wollen. Mhm. Dass sie das, also wirklich die Terroristen damit auch erreichen wollen und menschlich zu bleiben. Also wenn so viel Unmenschliches widerfahren ist, dann menschlich zu bleiben, ist, glaube ich, für viele gerade eine große Herausforderung. Jetzt Spannungen und auch Kriegshandlungen, ne, sind den Israelis schon länger vertraut, aber nicht dieses Ausmaß, was wir jetzt gerade erleben. Du hast es jetzt schon ein bisschen angedeutet, was es aktuell mit den Menschen macht. Hast du so ein Gefühl vielleicht auch einfach gerade, wie dieser Krieg das Land nachhaltig verändern könnte? Also nee, habe ich tatsächlich leider nicht. Yeah. Ich habe gestern in dem Briefing der israelischen Tageszeitung Haaretz
deren Online oder deren Chefredakteur hat gesagt, this is considered a us or them war, wir oder sie. Ja, ist genau, wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen. Es ist jetzt wahrscheinlich wirklich einfach schwierig, überhaupt irgendwas einzuschätzen. Braucht auch erstmal viel Zeit der Verarbeitung, jetzt wo gerade, wie du sagst, alles noch am Unfolden ist, sich gerade noch mega entwickelt. Und trotz dieser schwierigen Lage, gerade schreibst du ja eben einen Text nach dem anderen. Ich glaube, du hast wahrscheinlich in deinem Leben noch nie so viel zu tun gehabt. Du bist auch rumgereist, eben schreibst Reportagen. Kannst du mal beschreiben, wie sich gerade dein Alltag gestaltet, welche Hürden du gerade hast in der Arbeit? Erstmal haben wir mittlerweile ein ganzes Team von Zeit Online und Zeit jetzt hier. Das empfinde ich als große Entlastung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade viele Leute hier sind. Es passiert sehr viel gleichzeitig. Und ich bin damit beschäftigt, zu schreiben, zu arbeiten, zu telefonieren und dazwischen versuchen, draußen die Spannung, die Stimmung zu spüren. Also vergesse ich nichts. Vor 2 Tagen kam eine Meldung, man müsse sich mit Lebensmitteln für 3 Tage eindecken. Da war dann auch klar, okay, das ist eigentlich also eine Standardmeldung. Das war eher eine Erinnerung. Bitte habt das da. Und ich hatte es vergessen und bin dann auch Mitternacht irgendwie zum Supermarkt. Genau, das ist ein bisschen so diese 2 Dinge. Also einmal mich darauf vorzubereiten, was kommt für mich persönlich, wie bin ich vorbereitet, aber auch die Arbeit abdecken zu können. Ja. Wie sehen Sie? Also es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber auch das, wenn du gefragt hast, was die Veränderung ist oder was es mit einem macht, natürlich gehen wir auch in den Tunnel. Also wir gehen in eine Art von Arbeitsmodus und zum Beispiel meine Aufgabe sehe ich jetzt hier auch einfach, ich bin lange hier gewesen, ich möchte gerne länger hier bleiben, ich werde mich jetzt nicht überstrapazieren, also ich werde jetzt nicht, ich muss nicht die schlimmsten Geschichten machen. Ja, pass auf jeden Fall auf dich auf. Wie kannst du mal beschreiben, wenn du zum Beispiel dann später jetzt des Abends, dann wie deine Nacht jeweils aussieht? Also es ist auch eine persönliche Frage natürlich, aber kommst du überhaupt zur Ruhe noch? In den ersten 2 Nächten habe ich im Flur bei uns geschlafen. Das hat aber auch nicht so richtig gut funktioniert. Dann war ich noch sehr überdreht. Und es gab Raketenalarm. Es gab die letzte Nacht keinen Raketenalarm. Und eigentlich, ich habe tatsächlich durchgeschlafen. Was ich aber hatte, ist, ich bin in der Nacht aufgewacht von Geschrei irgendwo, und ich hatte die Fenster offen, irgendwo hat eine Frau ganz laut geschrien, ich kann dir nicht sagen, welche Sprache es war, ich kann dir nicht sagen, ob sie wach war oder geschlafen hat. Ich habe heute Morgen das mit Nachbarn besprochen und die meinten, es geht los, so die Albträume gehen los. Und das ist was tatsächlich, was ich nur aus Geschichten kenne von Holocaust-Überlebenden. Also dass so die, dass man in Israel in den Jahren nach der Staatsgründung war das ganz normal, dass man nachts Leute schreien hörte oder verwirrt über die Straße laufen sah. Und dann hat man dann Decken gebracht und die hat man wieder ins Bett gebracht. Daran, also musste ich heute Nacht denken, ich übertreibe vielleicht jetzt hoffentlich, aber das war so wie hier die Nächte gerade gerade sind. Ja, da gehen natürlich auch die Assoziationen los. Das habe ich nicht verstanden. Also und ich glaube, was wir gerade langsam feststellen, morgen soll Annalena Baerbock nach Israel kommen. Das heißt, dieser Krieg, es sind große Meldungen darüber, das wird ein langer Krieg, die Welt muss sich auf schwere Bilder vorbereiten. Wir befinden uns ja in einer ganz großen Vorbereitungsphase und Ankündigungsphase. Und das finde ich auch nochmal ist so was sehr Interessantes zu beobachten. Alle wissen, dass was kommen könnte, aber man weiß ja auch, solange Annalena Baerbock kommt oder andere kommen, wird es nicht passieren, also kann man noch mal verschnaufen. Also dass das als Zeichen noch gewertet wird, so schlimm kann es noch nicht sein, aber ihr bereitet euch sozusagen auf den Worst Case vor. Womit rechnest du denn in nahbarer Zukunft? Ich rechne damit, eventuell nicht einen bestimmten Radius verlassen zu können. Ich gehe jetzt also Worst-Case-Szenarien aus. Innerlich bereite ich mich eher so ein bisschen mehr ähnlich zur Pandemie vor. Also man bleibt dann eher mehr in einem Bereich, der sicher ist, das Haus zu verlassen, um einzukaufen. Was hier als ein schlimmes Szenario gilt, und ich spreche ja immer nur jetzt gerade von dieser Tel Aviv-Bubble oder israelischen Perspektive in dem Kontext, was als schlimm gilt, ist eben, dass vielleicht kritische Infrastruktur angegriffen werden könnte, sobald der Krieg auf den Libanon übergeht oder eben Hezbollah eintritt und darauf, also kein Trinkwasser zu haben. Ich habe jetzt eine dritte Powerbank versucht zu kaufen, die sind alle ausverkauft.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen, generell sind wir, glaube ich, im Zentrum von Israel dann noch am sichersten. Mhm. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Und die israelische Armee hat jetzt ein Pressezentrum eröffnet, also im Bereich im Süden. So, die stellen sich jetzt darauf alle ein, auch ein bisschen so zu verteilen, wer berichtet was. Und mein Eindruck ganz offensichtlich ist auch, dass Israel sehr daran gelegen ist, dass Menschen jetzt hierher kommen und das berichten, um sich auch abzusichern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und die Berichte der nächsten Tage werden wir auf jeden Fall von dir auch weiterhin lesen auf zeit.de und dich bestimmt auch noch in einigen Podcasts hören. Steffi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bin froh, dass der Empfang gehalten hat durch unser Gespräch hindurch. Und ja, pass auf dich auf. Ich danke dir, Dylan. Ja, okay. Bis bald. Mach's gut, Steffi. Ciao. Noch ein Hinweis für Sie zu Hause. Haben Sie eine Frage oder Meinung? Dann kommentieren Sie diese bitte jetzt direkt unter das Video. Einige Ihrer Wortmeldungen versuche ich dann gleich ins Gespräch mit aufzunehmen, das ich auch noch führen werde. Auch bei diesem sehr polarisierenden und emotionalen Thema, bitte bleiben Sie höflich und sachlich. Der Nahostkonflikt, der geht so weit zurück, dass es schwierig sein kann, die Zusammenhänge zu verstehen. Wir haben dazu eine Sprachnachricht gekriegt. Was mir aktuell irgendwie fehlt, ist ein Stück weit eine wirklich neutrale Auseinandersetzung. Ja, ich finde halt so diese Täter-Opfer, das ist jetzt in diesem Fall klar, die Hamas hat angegriffen, aber wenn man den ganzen Konflikt betrachtet, ist mir das nicht so klar. Und deshalb gibt es hier jetzt eine Orientierungshilfe zur Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts. Die jüngste Eskalation in Israel ist der vorläufige Höhepunkt des seit Jahren festgefahrenen Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis. Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung scheitern immer wieder. Einerseits, weil Israel die territorialen Ansprüche der palästinensischen Regierung um Mahmoud Abbas nicht akzeptiert und selbst umstrittene Siedlungsprojekte vorantreibt. Andererseits torpediert die radikal-islamistische Terrorgruppe Hamas jegliche Annäherungsversuche beider Seiten. Etwa im Sommer 2014, als es nach der Entführung und Ermordung israelischer Teenager und anschließendem Raketenbeschuss zum 50-Tage-Gaza-Krieg kam. Von 193 Staaten erkennen heute 138 den Staat Palästina an. Die Bundesrepublik Deutschland zählt nicht dazu. Bei der UN hat Palästina seit 2012 einen Beobachterstatus. Der israelisch-palästinensische Konflikt dominiert aber schon viel länger die politische Lage im Nahen Osten. Nachdem Palästinas Kolonialmacht England während des Zweiten Weltkrieges mit der Migration der Juden ins Land überfordert war, übergab sie Palästina an die Vereinten Nationen. Diese teilten Palästina 1947 in zwei Staaten auf, einen für Juden und einen für Araber. Die Mehrheit der Juden begrüßte diesen Plan, der Großteil der Araber war dagegen. Daraufhin erklärten die arabischen Nachbarn Ägypten, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien Israel den Krieg. Trotzdem gelang es Israel, den Westteil Jerusalems zu erobern. Rund 750.000 palästinensische Araber flüchteten oder wurden vertrieben. Etwa ebenso viele Juden wurden während und nach dem Unabhängigkeitskrieg aus arabischen Staaten vertrieben und ließen sich überwiegend in Israel nieder. 1967 eroberte Israel dann im Sechstagekrieg den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, das Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen. Es sind Gebiete, die die Palästinenser für einen unabhängigen Staat Palästina für sich beanspruchen. 1987 begann der erste Palästinenseraufstand namens Intifada. Kurze Zeit später gründete sich die Hamas, die arabische Abkürzung für Islamische Widerstandsbewegung. Die Hamas versteht sich als Opposition zur palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Ziel der Hamas ist die Zerstörung Israels und die Errichtung eines islamischen Staates Palästina. Seitdem Israel im Jahr 1948 gegründet wurde, haben bereits 6 Kriege die Region erschüttert. So, und jetzt bin ich nicht mehr alleine im Studio. Neben mir sitzt Jörg Lau. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du hier bist. Freut mich sehr, hier zu sein. Schön. Du bist außenpolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit, was selbst ja auch schon oft in Israel und auch im Gazastreifen. Was geht dir jetzt so diese Tage durch den Kopf? Ich denke vor allen Dingen an Freunde in Israel, zum Beispiel eine Freundin, die uns letztens hier in Berlin besucht hat mit ihrer Partnerin. Und die hat uns dann erzählt, die Partnerin, dass sie vor Jahren, einigen Jahren aus Frankreich nach Israel gegangen ist, weil sie sich in Frankreich nicht mehr sicher fühlte.
um sich dann in Israel geschützt zu fühlen. Und jetzt ist dieses Sicherheitsgefühl natürlich vollkommen zerstört. Es ist ein Albtraum für die Leute dort, vor allen Dingen mit der Aussicht, dass dieser Konflikt noch eskalieren könnte. Jetzt fangen wir mal am Anfang an. Das ist jetzt der 6. Oktober, als der Angriff der Hamas gestartet hatte. Das war ja auch ein symbolisch gewählter Tag, 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg, als Syrien und Ägypten Israel angegriffen hatten. Glaubst du, ist das der alleinige Grund oder könnte es, weiterführende Frage, auch daran liegen, dass Saudi-Arabien und Israel Gespräche geführt haben, um ihre Beziehung zu stabilisieren? Das ist beides wichtig. Ich glaube, dass die Hamas dieses Datum natürlich bewusst gewählt hat, 50 Jahre. Da steckt ein Anspruch dahinter, dass sie jetzt diese Organisation, die diesen kleinen Gazastreifen beherrscht, eigentlich die Avantgarde der arabischen Welt ist und die Sache der Palästinenser auskämpft, wie damals die Staaten, die Israel überfallen haben. Und das Zweite, was du erwähnt hast, diesen Zusammenhang mit der Versöhnung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Das ist mit Sicherheit auch ein ganz wichtiges Motiv im Hintergrund, denn die Hamas hat ein Interesse, diese Versöhnung zu stören. Weil Saudi-Arabien ja bisher immer auch Palästina unterstützt hat und sich solidarisch gezeigt hat. Genau, und jetzt machen die sozusagen Frieden mit Israel, haben das schon recht weit verhandelt, ohne dass dafür die Palästinenser viel bei herumkommt. Im Gegenteil, die palästinensische Sache ist so etwas aus dem Blick geraten. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch ein Mittel, sich wieder ins Gespräch zu bringen, auf die krasseste denkbare Art. Und damit sind jetzt die Verhandlungen wahrscheinlich vorerst auch gescheitert zwischen Saudi-Arabien und Israel, oder? Ich würde sagen, die liegen mit Sicherheit auf Eis in der Tiefkühltruhe. Im Moment ist undenkbar, dass da diese Versöhnung stattfindet. Jetzt muss sich Saudi-Arabien natürlich wieder vor die Palästinenser stellen und kann mit Israel zusammen nicht auf dem Bild gesehen werden. Ja, der Angriff kam ja sehr unerwartet. Timo hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt. Wieso konnten die israelischen Geheimdienste so überrascht werden? Ein Jahr Vorbereitung und sie wussten von nichts. Wie gibt es das? Es gibt ja den bestens ausgestatteten Mossad, also den berüchtigten Geheimdienst Israels, dann Amman, die sogenannte militärische Intelligenz und Shabak, den israelischen Inlandsgeheimdienst. Also einiges an Ausstattung. Gibt es Erklärungsansätze, wie man den Angriff trotzdem übersehen konnte? Ich glaube, das wird, sobald diese aktuelle Krise einigermaßen unter Kontrolle ist, was wir überhaupt noch nicht absehen können, wird es das große Thema sein in Israel. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Regierung das übersteht, dieses Debakel mit verursacht zu haben. Und die Geheimdienste haben ganz offensichtlich nicht mitbekommen, was da passiert ist. Es muss in einem kleinen Kreis von Verschwörern gehalten worden sein, was man davor hatte. Denn es ist eigentlich nicht möglich, im Gazastreifen zu kommunizieren, ohne dass Israel das abhört. Ja, genau. Jetzt kommen wir zum Angriff selbst. Die Hamas hat ja 150 Geiseln genommen. Erst war der Plan, diese einzutauschen gegen inhaftierte Palästinenser. Dann sagte der Vertreter der Hamas, Abdel Latif Al-Kanur, hier sehen wir ihn, am Telefon der Nachrichtenagentur AP, er wolle, dass Israel die Provokationen eben im Westjordanland und Jerusalem sein lasse und beende. Und jetzt droht die Hamas damit, die Geiseln zu töten, sollte Israel weiter mit der Gegenoffensive fahren. Kannst du mal einordnen, ob solche Drohungen und Erpressungsversuche erfolgreich sein könnten? Ja, das ist das große Dilemma jetzt. Israel hat die Tradition, niemanden zurückzulassen, Geiseln freizukaufen, Deals zu machen. Der berühmteste ist der Soldat Gilad Shalit, der 5 Jahre von der Hamas festgehalten wurde und für den man über 1000 Gefangene freigelassen hat. Und
Hier stehen jetzt 150 Geiseln zur Debatte. Es ist undenkbar, dass nach den Grausamkeiten, die die Hamas verübt hat, man jetzt einfach irgendeinen riesigen Geiseldeal macht und Hamas-Kämpfer freilässt. Aber zugleich hat man jetzt, wenn man da militärisch vorgehen würde, im Gazastreifen natürlich ein Wahnsinnsdilemma, dass da israelische, aber auch andere Menschen aus Amerika, es sind auch Deutsche dabei, als Schutzschilde festgehalten werden. Also ein Riesenproblem für die Israelis. Ein wahres Dilemma. Jetzt ist es so, dass es klar ist, dass Iran wichtige Korrektur, ja, aber die Hamas unterstützt mit Waffen und Geld, das wissen wir. Sascha hat noch eine weitere Frage dazu. Hallo, Sascha aus Mainz hier. Beim Thema Angriff auf Israel würde ich gerne wissen, inwiefern der Iran involviert war. Genau, und es gibt einige Medien, die berichten, ihre Quellen hätten bestätigt, dass Teheran eben in diesen Angriffsplan auch mit involviert war. Kannst du dazu was sagen? Ja, es gibt einen Bericht, vor allen Dingen vom Wall Street Journal. Da wird behauptet, es hätte ein Okay vom Iran gegeben, es hätte sogar ganz konkrete Hilfe bei der Planung gegeben. Die amerikanische Regierung sagt, sie habe bisher keine Beweise dafür gesehen und ist da sehr zurückhaltend. Es sind sich aber wirklich alle einig, und auch Olaf Scholz hat das heute im Bundestag gesagt, dass das, was passiert ist, ohne iranische Hilfe nicht denkbar ist. Ob es eine konkrete Hilfe bei diesen Anschlagsplanungen gegeben hat, da bin ich nicht sicher, ob wir das je genau erfahren werden. Mhm. Aber der Iran rückt absolut ins Zentrum im Moment der Aufmerksamkeit. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Hamas, aber gehen wir erst zu Peter Lintl. Er forscht für die Stiftung Wissenschaft und Politik und er sagt dazu: Eine der großen Fragen ist die weitere Beteiligung des Irans und insbesondere seines Proxys, der Hisbollah im Libanon. Gegen eine solche Involvierung haben die USA jetzt nachdrücklich gewarnt. Biden hat vor massiven Konsequenzen für Iran und Libanon gewarnt und auch unter anderem bereits einen Flugzeugträger in die Region zur Abschreckung verlegt. Genau, also konkret geht es um die terroristische Miliz Hisbollah im Libanon. Kannst du uns das kurz erklären, was Peter Lintl jetzt gerade angesprochen hat? Ja, die Hisbollah ist aufgebaut worden mit iranischer Hilfe und durch iranisches Training und mit iranischem Geld. Das ist eine schiitische Miliz, aber auch Partei im Libanon. Die ist Teil des politischen Aufbaus des Libanons. Und die hat eben Kämpfer und man schätzt 140.000 Raketen stationiert, um damit ganz Israel angreifen zu können. Und das ist für den Iran ein Mittel, Israel zu bedrohen, möglicherweise auch abzuschrecken von Angriffen auf sein Atomprogramm oder jetzt in diesem Fall von einem Angriff mit Bodentruppen in Gaza. Man geht davon aus, dass, wenn die Israelis da reingehen, aus dem Libanon Raketen geschossen werden könnten, und zwar massiv. Und das würde bedeuten, ein Zweifrontenkrieg für Israel, sehr gefährliche Situation. Darauf wiederum hat Biden mit diesem Flugzeugträger reagiert. Und sagt, glaubst du, das zeigt Wirkung? Also das ist eine Abschreckung, die, glaube ich, im Libanon schon für Respekt sorgt. Denn das ist der größte Flugzeugträger der Welt, da sind modernste Flugzeuge drauf, die können im Libanon riesigen Schaden anrichten. Und der Libanon ist in keiner guten Verfassung. Das Land ist im Prinzip pleite. Es ist eh schon in Ruinen, sozusagen ohne Militär. Und das wird man sich vielleicht überlegen. Und so haben wir im Moment so eine Art Gleichgewicht des Schreckens. Also hängt es eigentlich auch von den Kampfhandlungen jetzt von Israel ab, wie das Ganze weitergeht, richtig, ob es weiter eskaliert. Kommen wir mal zum umstrittenen israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Er einigte sich jetzt kurzerhand mit der Opposition auf eine Notstandsregierung. Warum war das jetzt wichtig? Na, Regierung der nationalen Einheit ist wichtig, weil diese Regierung, die jetzt in charge ist, natürlich total diskreditiert ist. Das ist bei Netanyahu und seinen Leuten ist das passiert und die haben das Land schon vorher gespalten. Wir erinnern uns an die großen Demonstrationen in Israel wegen der sogenannten Justizreform, die das Land zerreißt. Und
Jetzt kann man sich das natürlich nicht leisten, so zerrissen in diesen Krieg zu gehen. Ja, und deshalb ist es wichtig für Netanyahu, der verhasst ist bei vielen Leuten, Menschen an seiner Seite zu haben, die die andere Hälfte des Landes sozusagen mitbringen und damit auch nach außen demonstrieren. Wir sind geeint, wir verteidigen, wir stehen in dieser Minute zusammen und glaubt nicht, dass ihr uns gegeneinander ausspielen könnt. Er sagte, Benjamin Netanyahu, was wir unseren Feinden in den kommenden Tagen antun werden, wird in ihnen für Generationen nachhallen. Wir haben auch noch eine Frage gekriegt via Facebook von Sven Odendahl, die dazu passt. Und zwar, ist die Strategie, die Israel jetzt fährt, nicht eher ein trojanisches Pferd, indem man jetzt den Libanon und Gazastreifen insgesamt zum Ziel für einen Gegenschlag erklärt, wird doch der Extremismus auf der anderen Seite eher zunehmen, obwohl man ja angeblich das entgegengesetzte Ziel verfolgt. Kannst du darauf antworten? Ja, natürlich. Das ist das Dilemma. Nur ist das Problem ja, dass man eine so krasse, radikale, extremistische, man kann sagen, genozidale Tat jetzt schon hat. Auf die muss man reagieren. Es ist nicht denkbar, dass die israelische Regierung jetzt sagt, okay, lasst uns reden. Ja, also die muss jetzt auch die Abschreckung, die nicht mehr besteht, denn Hamas hat gezeigt, wie verwundbar Israel ist, die muss sie jetzt wieder aufbauen. Und es ist völlig richtig, das produziert natürlich auf der anderen Seite jede Menge Opfer, jede Menge Wut und Hass. Und eine Lösung ist das sicherlich nicht. Es ist diese Gewaltspirale und es gibt ja auch eine große Solidarität oder auch Empathie von vielen für die vielen Palästinenser, die jetzt auch flüchten müssen aus dem Gazastreifen, Zivilisten, die auch nichts dafür können. Und kommen wir ein bisschen zur Strategie eben noch. Also im Gazastreifen wurde jetzt die Nahrungsmittelzufuhr und Wasserzufuhr gestoppt. Es gibt auch keinen Treibstoff mehr. Was diese Kampfhandlungen betrifft, eben auch den Gaza Streifen abzuriegeln, mahnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres Israel, diese militärischen Schritte im Gazastreifen jetzt im Einklang mit internationalem Recht auch umzusetzen. Er sagte diese Woche noch, ich bin zutiefst beunruhigt über die heutige Ankündigung, dass Israel eine vollständige Belagerung des Gazastreifens einleiten wird. Das ist ja mittlerweile geschehen, was eigentlich völkerrechtswidrig ist. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, das Dilemma. Wie weit glaubst du, wird das Ganze noch gehen? Kommt es jetzt zu dieser Bodenoffensive bald? Also die Zusammenziehung von den 300.000 und mehr Reservisten spricht dafür. Auch, dass die israelische Regierung ja sagt, wir wollen nicht auf den Status quo ante zurück. Das ist für uns erledigt. Wir können mit diesen Leuten, also Hamas, nicht mehr Tür an Tür leben. Auch nicht mit unserer Sperranlage und allem, was wir da schon gemacht haben, um uns davor zu schützen. Das hat nicht funktioniert. Und dahinter steckt die Idee, wir müssen Hamas vertreiben, ausradieren, vernichten. Und das ist natürlich in einem Raum wie Gaza eine unfasslich schwere Aufgabe, weil das ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete. 2 Millionen EinwohnerInnen. Überhaupt. Da, ja. Und natürlich ist es eine, möglicherweise eine Falle. Ja, die Hamas-Leute wollen vielleicht genau das, Straßenkämpfe, viele zivile Opfer, die dann wieder für sie oder ihre Sache mobilisieren. Sie halten diese Bevölkerung als Geiseln in gewissem Maße und auch die gesamte arabische Öffentlichkeit, die sich jetzt hinter sie stellt. Aber was ist denn die Motivation der Hamas? Also klar, wir wissen, sie wollen den israelischen Staat auslöschen in dem Sinne und das Gebiet für sich beanspruchen. Aber warum nimmt sie mutwillig den Schaden der PalästinenserInnen mit in Kauf dafür? Ja, da zählen Menschenleben nicht so viel. Man hat ein heiliges Ziel, nämlich die, wie in deren Augen, Befreiung des Landes. Und die Befreiung des Landes besteht darin, dass man die Juden tötet oder vertreibt. Das steht in der Charta. Wir haben das lange nicht ernst genommen und auch die israelische Regierung dachte, sie hat das Problem gewissermaßen im Griff mit gewissen Anreizen. Man hat mehr Menschen arbeiten lassen in Israel aus Gaza. Man hat immer wieder mal ein bisschen mehr
Waren nach Gaza gelassen und hat letztlich gedacht, die schreien da rum, ja, und haben ihre Parolen, aber eigentlich wollen die doch herrschen und wollen nicht einen apokalyptischen Krieg vom Zaun brechen. Nun stellt sich heraus, das war eine Fehleinschätzung. Und das ist für uns immer schwer zu begreifen, weil das so irrational erscheint. Aber ich glaube, dem muss man sich stellen, dass sie das ernst meinen, was sie sagen. Jetzt kommt diesbezüglich auch noch eine Frage rein via Instagram. Und Caro fragt, mich interessiert, wie die palästinensische Bevölkerung zur Hamas steht. Weißt du das? Es gibt Umfragen darüber, was passieren würde, wenn Wahlen in Gesamtpalästina abgehalten würden, also auch in der Westbank, wo die Hamas ja nicht regiert. Und, die aber nicht gewählt wurden vom palästinensischen Volk. Ja, ja, die, und es ist so, dass die überall gewinnen würden. Mhm. Die kriegen Mehrheiten. Und das ist die Panik, die auch bei den Palästinensern der Konkurrenz, der Fatah, der PLO, besteht, dass sie in freien Wahlen gegen die Hamas nicht bestehen könnten. Und ich würde vermuten, nach diesem in Anführungsstrichen erfolgreichen Angriff auf Israel erst recht nicht. Ich glaube, das hat sie eher populär gemacht als diejenigen, die was tun und die palästinensische Sache wieder auf die Agenda gesetzt haben. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten und spannend, denn gerade erst erwarten wir mal einen sehr großen Schaden eben auch bei den Palästinensern. 260.000 sind gerade schon aus ihren Häusern geflohen im Gazastreifen und ein Sprecher der israelischen Armee verwies erstmal darauf, dass die Menschen über die Grenze Rafah nach Ägypten flüchten sollen, aber Ägypten hat diese Grenze geschlossen am Dienstag. Damit bleibt ja dann eigentlich kein Ausweg mehr für die Bevölkerung. Ja. Der Ausweg ist im Moment nur innerhalb des Gazastreifens. Da gibt es Gebiete, in denen nicht bombardiert wird, aber in diesen Gebieten ist nichts. Ja? Also die Flüchtlingslager, die es auch im Gazastreifen gibt, die sind eh schon überbelegt. Das können die Menschen nicht lange aushalten, dort aus ihren Häusern raus und irgendwo auf freiem Feld zu überleben. Es ist eine schreckliche Situation für die Zivilbevölkerung in Gaza und das ist auch ein Problem für den Schlag, den jetzt die Israelis führen. Je länger das dauert, umso mehr wird man auch dieses Leid wieder sehen. Und zwar auf beiden Seiten ist es gerade riesig, auch was ZivilistInnen angeht. Gerade aktuell ist der Stand, dass seit Samstag rund 1200 Menschen auf beiden Seiten gestorben sind. Aber genau jetzt zu der Grafik gucken wir uns die Todesfälle an von 2008 bis 2023 vor diesem Konflikt. Dann ist es eben so, dass über 6000 PalästinenserInnen gestorben sind und ein bisschen über 300 Israelis. Tanja F. fragt sich und uns Folgendes. Hallo, liebes Zeit-Team. Meine Frage ist die Berichterstattung aktuell fair? Welche Angriffe sind von israelischer Seite in den letzten Jahren passiert? Ja, gehen wir darauf auch mal noch ein. Ja, das Problem der Berichterstattung ist, dass die Zugänge nach Israel natürlich im Prinzip leichter sind als die nach Gaza. Wir haben in den letzten Jahren in der gedruckten Ausgabe der Zeit, ich habe mal nachgeschaut, haben wir 3-4 Mal aus Gaza berichtet, auch ohne dass jeweils Kriege waren. Wir haben auch versucht, dann über die Lage der Bevölkerung dort zu schreiben. Aber das ist umständlich, das ist schwieriger. Und insofern kann schon der Eindruck entstehen, dass die Berichterstattung nicht fair ist. Ich würde sagen, die ist schon fair. Im Moment ist der Angegriffene ganz klar Israel. Ja, wir haben es jetzt zu tun mit einer Aktion, um die Hamas wieder in den Griff zu kriegen oder sie sozusagen aus Gaza zu vertreiben. Aber es ist im Moment richtig klar zu unterscheiden, wer hier Opfer und wer Täter ist. Insofern finde ich es auch berechtigt, dass wir erstmal darauf gucken, wie geht es den Israelis, was machen die?
Und dann werden wir uns in den nächsten Wochen sehr stark darum kümmern müssen, was macht das alles mit Gaza und wie geht es da eigentlich weiter? Absolut. In dieser Sendung versuchen wir jetzt gerade in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben, auch ein groß angelegtes Bild zu zeichnen für beide Seiten. Es kam noch eine Frage rein von Lena Gerhardt via LinkedIn. Wie kann hier vor Ort dafür gesorgt werden, dass junge Menschen sachlich aufgeklärt werden und nicht mit der teilweise einseitigen Nachrichtenflut alleine gelassen werden? Wie können wir dafür sorgen, dass die Gesellschaft durch diesen Krieg nicht komplett gespalten wird und der beidseitige Hass überhand nimmt? Ja, dieses Tolerieren von zwei Existenzen und Wahrheiten. Im Moment sehr schwer zugegeben, weil das ein wahnsinnig emotionales Thema ist, auch zu Recht. Und in Deutschland besonders, und das finde ich auch berechtigt, denn wenn wir Leute sehen, die durch israelische Dörfer gehen und Leute da niedermähen und erschießen, dann erweckt das auch Erinnerungen an die deutsche Geschichte und deutsche Verbrechen. Und es ist auch bei den Israelis so, dass das Traumata wieder hochkommen lässt, die sie eigentlich überwinden wollten mit der Gründung von Israel, nämlich die, dass Juden ausgelöscht werden sollen. Und in dieser Lage ist es wahnsinnig schwer, eine sachliche Debatte zu führen, aber ich finde sie zurzeit in Deutschland nicht so schlimm. Wenn man heute im Bundestag sieht, wie die verschiedenen Parteien gesprochen haben, das war eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man jetzt nicht mit diesem Thema irgendwie billig Punkte macht. Ja. Ja, dazu gab es jetzt auch noch einen guten Satz, den ich sagen möchte vom Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel. Er sagte, wenn wir in Deutschland über Israel reden, reden wir eigentlich über uns selbst. Jetzt will ich es ein bisschen weiterführen, das Gespräch, und zwar auf die Reaktion der EU jetzt, der aktuellen Geschehnisse. EU-Nachbarschaftskommissar Oliver Vahely gab zunächst eben bekannt, dass die Zahlungen an die Palästinenser sofort ausgesetzt würden, während die Entwicklungshilfe der EU von 691 Millionen Euro erstmal überprüft werde. Das ist jetzt wahrscheinlich auch eine große Herausforderung, gerade punkto Sanktionen. Welche sind denn jetzt aktuell überhaupt sinnvoll, deiner Meinung nach? Ich glaube, dass im Moment Sanktionen gar nichts bringen. Im Moment ist sozusagen die Stunde des Militärs und der Kämpfe. Und es geht jetzt erstmal darum, diese Hamas-Leute zu kriegen und die Geiseln zu befreien. Ich verstehe, dass die EU jetzt plötzlich Panik hat, mal nachzugucken, ob nicht die Gelder, die sie in großer Höhe an die Palästinenser überweist, in irgendwelchen Kanälen enden, wo dann am Ende vielleicht doch Pistolen und Munition gekauft werden und keine humanitäre Hilfe. Da hätte man früher schon mal prüfen können. Und jetzt diese Hektik zu sagen, oh, wir stellen alles ein und prüfen jetzt, das wirkt irgendwie auf mich sehr, sehr schräg. Warum habt ihr es nicht vorher mal angeschaut? Es gab ja immer wieder kritische Berichte und Nachfragen darüber, wisst ihr eigentlich, wo euer Geld am Ende abbleibt? Also ich, im Moment finde ich, ist nicht der Moment für Sanktionen. Vielleicht sehen wir klarer in einigen Tagen oder Wochen, wie die Lage sich entwickelt. Und dann muss man sehen, wer ist in Gaza eigentlich noch übrig, um das wieder aufzubauen, zu regieren, weiterzuführen. Und selbstverständlich darf kein Hamas-Mensch jemals mehr einen Euro in die Hand bekommen. Also, Sollten sie das überhaupt gekriegt haben, aber ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, solange aber gleichzeitig nicht auch die Entwicklungshilfe gestoppt wird, vollumfänglich. Das wäre ja auch katastrophal. Wenn eine solche Mafia so ein Gebiet beherrscht, ist es undenkbar, dass nicht irgendwo Geld in irgendwelchen Hamas-Taschen gelandet ist, auch wenn die EU alles versucht hat, um das zu verhindern. Die Frage ist, ob das schlimmer ist, als die Entwicklungshilfe zu stoppen, vollumfänglich mit dieser schwierigen humanitären Lage für viele, viele Menschen. Sonst ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber es wird ja jetzt zumindest reaktiv geprüft. Es kam noch eine Sprachnachricht rein von Felix, die hören wir uns auch noch an. Was passieren könnte und sollte, wenn dieser Konflikt sich wieder beruhigt und Normalität einkehrt? Wie sollte das zukünftige Verhältnis zwischen Palästinensern und Israelis aussehen? Ja, eine ganz leichte Frage, die wir uns alle schon lange stellen. Hast du darauf eine Antwort? Es ist sicher die wichtigste Frage überhaupt. Ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube, zunächst mal ist es da war ohnehin nicht viel Vertrauen. Es gab keine Friedensgespräche mehr. Es gab eigentlich
eine eingefrorene Situation zwischen Israelis und Palästinensern. Und man hat gedacht, von der israelischen Seite, wir können das irgendwie managen. Jetzt gibt es einen Vertrauensbruch, der ist so tief, der wird so viel Hass auslösen, dass das Problem jetzt erstmal ist, wie man wieder auf eine minimale Basis für Gespräche kommt irgendwann, die natürlich geführt werden müssen und wer die führen kann. Ich glaube, es ist nicht alles völlig hoffnungslos, weil man auch jetzt sieht, dass Politikansätze, von denen man gedacht hat, die sind doch super, läuft doch, ins totale Desaster geführt haben. Und es ist auch eine Chance, Dinge zu korrigieren. Von Seiten der Israelis, von Seiten der Palästinenser vor allen Dingen und auch für die, die von außen versuchen zu vermitteln und zu helfen, wie die EU und die Amerikaner. Alle müssen alles auf den Tisch legen und neu überlegen. Lieber Jörg, vielen Dank, dass du dich diesem schwierigen Thema und dieser Sendung gestellt hast und dass du Gast warst. Danke dir. Sehr gerne. So, eigentlich hätten wir an dieser Stelle ja noch eine Satire-Rubrik mit Matthias Renger, aber darauf verzichten wir diese Woche, weil es ja wirklich gar nichts zu lachen gibt. Matthias sehen wir dann nächste Woche wieder. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und bis hierhin durchgehalten haben sozusagen, dass Sie sich beteiligt haben mit Ihren Fragen und Anregungen. Sie können uns auch gerne eine Nachricht schreiben an woche@zeit.de, was Sie gerade so bewegt. Und folgen Sie uns gerne auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast. Das hilft uns ungemein. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen ruhigen Abend und hoffe, ich sehe Sie nächste Woche wieder. Tschüss. Thank you.